Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal am Abend zum Vloggen an. Wir haben uns gerade eben so eine Rikscha ausgeborgt. Warte, ich denke, dass er lenkt. Und wir sind zu sieben da drinnen. Die Luisa sitzt ganz vorne, Patrick und Papa fahren und lenken. Und hier hinten sind die Mädels mit dem Philipp. Der findet das auch ganz toll, gell? Und wir fahren. Es ist Stopp, wir haben eine Stopptafel. Also fahren wir jetzt links? Ja, fahr bitte links, oder? Ja, das ist doch das, wo wir immer mit dem Auto fahren, oder? Ja, da ist hier sowas so ein Park. Ah ja. Wer hupt denn da die ganze Zeit? Luisa. Luisa kann auch hupen. Luisa hat zwei Hupen. Ich bin die einzige. Ich tue jetzt nicht mit pedalisieren, weil. Pedalisieren? Egal, ich hab's einfach so erfunden. Neues Wort. Wir sind direkt vorbei. Danke. Ich glaube nicht, dass hier die. Ja, aber es ist entspannter hier, wenn nicht so viele Fußgänger sind, gell? So können wir auch irgendwie auch die Lokale erkunden, die noch des Supermarktes. Wir fahren jetzt wieder zurück. Der Papa wollte uns durch so eine fette Gasse, also mit voll vielen Menschen, Fußgängern. Ja, was machst du auf so dein Kind? Es ist genauso viel los. Also aber es sind da Menschen durch, zu Fuß, oder? Sind da Menschen zu Fuß? Im Auto, aber. Die hätten uns alle totgeprügelt. Bespuckt und mit Tomaten. Scheiß Touristen. Ja, und dann auch Touristen. Wieder ein Junge. Ja. Pass auf, Vater, du schleifst also den Zaun von den Menschen. Er schleift den Zaun rein. Wir schleifen lieber Menschen mit laut Papa. Ja, genau. Ich zeige euch mal, ich filme mal jetzt kurz in diese Gasse rein. Aber so dürfen wir nicht durch. Wir fahren einfach auf illegale Basis. Wie auf illegale Basis? Ja. Wir fahren sicher nicht da, Papa. Schau, da will der Papa durch. Okay, das ist ein Problem. Oder da. Das ist ein Problem. Der Papa denkt, dass die Menschen hochfliegen und dann gehen sie wieder unten. Bitte, wir müssen einfach schnell das Fahrrad zum Glück bringen. 25. Papa, wolltest du sich umdrehen? 25? 21. Ja, wir haben 4 Minuten noch. Dein, kann man da rechts? Ich mach gerne Stress. Ah, rechts ist ein Parkplatz. Ja, ja. Nein, nicht da rechts, Papa. Ist kein Parkplatz. Oh. Nein, Papa, fahr. Papa, da. Schau mal. Na gut, dann fahren. Wir waren gestern bei McDonalds. Wir haben gestern nicht gesehen. Ja. Und das war so. Dein Gas! Papa, hier sind ganz viele. So, ich wollte was erzählen. Wir waren gestern bei McDonald's und das war der dreckigste McDonald's, den ich je in meinem Leben gesehen habe. So viel Dreck am Boden, auf den Tischen. Und du hast gesagt, und der McDonald's ist ein Mädel mit Maske. Ja. Wieso gehen wir hier auf der Hauptstraße nicht? Wieso fahren wir nicht? Da fahrt er raus, links, schau. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit Fahrradfahren. Ma, wo gehen wir jetzt essen? Ja, weil ich Lust mit den Menschen habe. Nicht auch einen? Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mal, ich wollte euch zeigen, hier ist das Apartment, wo wir schlafen. Ja? Und das ist unser Durchgang. Hier gehen wir immer durch. Ja, Mami. Und das ist super nah. Ich liebe das. Das ist einfach perfekt mit den kleinen Kindern. Na komm, Lisa, geh weiter. So, und das ist dann der Weg, der Steg. Und unser Platz ist ganz vorne. Richtig, richtig, richtig cool. So, und jetzt sind wir am Platz. Patrick hat für uns aufgebaut, das ist sehr... Vielen Dank. Grazie, grazie. Vielen Dank. Wo ist sein Bakshish?
Automatisch? Ja. Abnehmen. Oh. Wieso hast du immer eine Maske eingesteckt? Falls er von der Fisch angesteckt hat. Corona. Ja? Das ist übrigens mega typisch für diese Station hier, dass das Wasser so seicht ist. Deswegen sind ja auch immer sehr viele Familien mit kleineren Kindern, weil ja, das so eine Art Planschbecken ist. Hier sind auch fast kaum so starke Wellen oder so. Also wir waren ja, es ist das zweite Mal, dass wir jetzt da sind und gar keine Wellen. Das ist das Einzige. Wenn man natürlich Wellen mag, dann sollte man, glaube ich, nicht daherkommen. Aber es ist halt ideal für kleine Kinder, weil halt ja, die mit ins Wasser können und schaut mal, wie klar es ist. Und das ist so sandig und kaum Steine, weil dort, wo wir immer sonst hingegangen sind, in Alba Adriatica, gibt es, also beim Ausgang und beim Eingang sind da sehr, sehr viele Steine. Aber das Wasser ist angenehm. Und ich zeige euch mal, vielleicht könnt ihr das auch sehen. Aber da schwimmen immer so Fischchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Die Schafe, die einzufangen. Das ist unser Zimmer. Also hier unser Apartment. Und mit einem mega schönen Blick hier. Ein Traum. Leider ist heute der letzte schöne Tag. Wir haben ein bisschen blödes Wetter erwischt. Also ab morgen ist dann richtige Regentage. Also, was ist morgen? Morgen ist gleich Freitag, genau. Freitag, Samstag, Sonntag. Wobei, Sonntag werden wir so abgereist in der Früh. Zwei Tage. Leider. Ich bin schüchtern. Ich weiß es nicht. Ich bin auch schüchtern. Komm mal, sag ich mal. Bla, 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 bla. Bla, bla. Das ist Italienisch. Papa hat uns Granite geholt. Aber das muss nämlich schmecken gut. Ich will auch ein bisschen vom Blaubeeren. Da haben wir schon Spaß, aber Spanien mit Fischchen. Oh, das schmeckt gut. Aber ist gut, gell? Ist besser als ich. Habe ich rote Lippen? Das war's, Papa. Die Lara ist ja gut. Lara hat auch rote Lippen. Oh, die Zunge auch. Ich liebe das, wenn nicht so viele Menschen jetzt zum Mittag am Strand sind. So, meine Lieben, wir haben unsere Mittagessen schon geholt. Ich kann euch leider noch nicht zeigen, denn es ist noch nicht ausgepackt. Die Kinder sind noch am Spielplatz. Der Pate holt gleich fürs Mittagessen. Und wenn wir es auspacken, zeigen wir euch. Aber ich glaube, das haben wir schon einmal gezeigt. Genau, weil gestern haben wir nicht gebloggt. Wir haben zwei Tage lang nicht gebloggt. Da haben weil wir mit dem Essen beschäftigt waren, oder was? Na, warte mal. Was haben wir beim ersten Mal, wo wir nicht gebloggt haben, gegessen? Da haben wir gar nichts Mittag gegessen, oder? Warum hast du satt? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Deswegen haben wir nicht gefilmt. Und gestern waren wir essen, das war auch okay. Aber das ist das beste Essen. Ja, und deswegen haben wir das wieder für 40 Euro die ganze Familie. Wir haben wieder Pommes, Lasagne, oder? Und diese Fritto Misto. Mama, ja, diese Fische haben wir heute schon gezeigt in der Store. Aber noch im Wasser. Eine dritte in der Drehung. Muss ich schmecken deine Pommes? Bravo! Bravissimo! Der Papa fühlt sich auf, als wenn es sein Hund wäre. Ja. Der Papa, der kuschelt alle Hunde auf der Straße. Ja. Wenn man ihn nicht hält, dann kuschelt er einfach fremde Hunde. Ich bin müde. Mir sind voll viele Wimpern schon ausgefallen, dass man das erkennen kann. Aber ja, wir sind jetzt gerade hier auf diesem Spielplatz, der gehört noch zum Teil unseres Strandes. Und da gibt es halt so viele Sachen wie Schaukel und Kinderhäuser und noch eine Babyschaukel, die schief ist. Aber die schaut so schief aus. Er findet das von dir am lustigsten, glaube ich. Du musst weiter wegstehen. Hallo! Hallo! Au! Au! Au!
Lieben, wir haben hier Volleyballturnier. Affenreiz, oder wie der heißt. Und die Mama und die Luisa und, das, und der kleine Philipp schlafen hier wie die Bären im Winterschlaf. Warte, ich zeige euch. So eine Affenfamilie noch nie gesehen. Die Michelle ist schon am Zimmer, falls du fragst. Du. Mhm. Ja. Die Michelle hat auch was mitgenommen. Schau, der kleine Mann hat auch den Ball. Jeder schläft, Batzi. Ciao. Ciao. So, ich bin in China in U-Bahn, wo ich zusammendrücken. Bye. Tschüss. Oh, grüß Gott. Wir, also der Plan ist jetzt, was ist eigentlich der Plan? Wir fahren dorthin, wo dieser Sommerpark war. Und dann essen wir dort was, oder? Ja, schau mal, was da gibt's. Und dann weiß ich noch nicht. Ja, wir fahren mit dem Auto. Wir machen heute einen Spaziergang auf einer Einkaufsstraße, die wir letztes Mal, glaube ich, vor 6 Jahren, glaube ich, oder sowas, betreten haben. Und ja, schauen wir mal, was wir zu essen da finden und was halt da alles Neues gibt. Aber das war letztes Mal auch hier, oder? Ja, ich glaube, ja. Aber da waren so Standungen hier. Ja. Aber da haben wir was gegessen, da kann ich mich erinnern. So, wir gönnen uns jetzt mal eine riesengroße Zuckerwatte, bevor wir essen. Ich hoffe, die Kinder essen noch. Glaubst du, essen die Kinder noch? Ja. Sie müssen. Ein Kebab. Wir wollen heute den Kebab essen. Und jetzt kriegt die Mama eins, weil die Mama möchte auch. Mama ist jünger. Mama ist jünger als wir. Als Papa. Der Papa kriegt ja keins, oder? Nee. Ich habe Reserve. Die Luisa wird ihre eh nicht schaffen, oder Papa? Die Luisa schafft ihre eh nicht. Und Luisa, ist lecker? Und ich schaue echt creepy aus, meine Augen, also meine Wimpern, ich habe so viele verloren. Deswegen, schau mal, wie das ausschaut. Ich habe hier so viele verloren, hier habe ich noch welche. Was ist das? Dann lieber gar keine, so halb, gell? Ja, aber wenn diese ganz schwarzen Wimpern weg sind, dann sieht das so aus, als hättest du da keine Augen, keine Wimpern. Keine Augen. Keine Wimpern. Ja, die sind so kurz, ich muss mir jetzt unbedingt ein Serum bestellen. Gibst du Wimpern? Das ist schon lecker. Das schmeckt nach Fragola. Machen wir 3 Tage in Italien. Keine halbe Stunde, eine Stunde ist schon vergangen, aber seitdem wir da vorbeigegangen sind. Da hat der Papa ein bisschen mitgefilmt. Ich zeige euch mal, was jetzt los ist. Kein Glitzerballon, der ist letztes Mal so schnell kaputt gegangen. So. Also schaut euch mal diese Menschenmassen an. Boah, ich ertrage sowas überhaupt nicht. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ich Angst vor Corona habe oder so irgendwas, sondern einfach, weil es mir einfach zu viel ist. Was, Lara? Du hast Durst. Wir haben ein Wasser dabei, soweit ich weiß. Bist du schon im Auto, oder? Da ist es nicht. Sehr gescheit. Ja, auf jeden Fall, diese Menschenmassen finde ich schon echt heftig.
mein Bub ist da. Ja, man hat kaum Platz zum Vorbeigehen. Das ist irgendwie voll stressig. Wir sind jetzt nochmal in diesen Park gelandet. Vergnügungspark. Ja. Die Leda, Leda. Die Lara wollte nicht mitfahren. Luisa! Hi! Un po' di giretti di riscaldamento, allo campioni. Spinito, e poi voglio vedere fuori le manine all'esterno. Fuori le manine, piccoli. Tirate fuori le manine all'esterno. Salutate, salutate piccoli che passa la codina dispettosa. Die Luisa denkt sich so, was labert ihr heute? Verstehe kein Wort. La codina campioni, fuori le manine. Eccola, è tornata la codina dispettosa. Fuori le manine campioni, fuori le manine giovanotti, principessa. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe gestern nicht mehr weitergevloggt, jetzt kann ich mehr. Was haben wir denn als letztes gevloggt? Guten Morgen, meine Lieben. Ich glaube, wir haben uns Essen geholt. Haben wir? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann hat der Sturm angefangen. Na, hat er gar nicht. Aber auf jeden Fall hat es in der Nacht geregnet. Um 2 Uhr, glaube ich, oder so hat es angefangen. Und deswegen schaut es hier so aus. Alles grau in grau.